Herzlich willkommen zurück. Das Spiel nimmt so langsam an Fahrt auf. Es ist wirklich kein schnelles Spiel. Ich hoffe, ihr habt nicht mit einem. Kann ich mich eigentlich teleportieren? Das ging doch irgendwie, ne? Ah ne, das ging nur an einem anderen Portal. Aber warte mal. Hier ist doch bestimmt eins, oder? Ne, dann muss ich den Weg wieder zurücklaufen. In der letzten Folge haben wir uns den Regen gekauft und ich hoffe, das Schiff steht noch. Ich hoffe, das ist noch nicht abgefackelt. Wir haben nämlich viel Geld dafür ausgegeben und das wäre echt schade. Wenn uns jetzt das Schiff vor der Nase wegbrennt. Da ist das Haus von Eva Maria. Wie wir wissen, ist Eva Maria die mit dem Heilstein, was sich auch sehr, sehr merkwürdig anhört. Da müssen wir uns auf jeden Fall auch drum kümmern. Und, was soll ich sagen, es sieht einfach wunderschön aus, das Spiel. So, die Feuerwehr naht. Bitte lass das Schiff noch da sein. Das sieht gut aus. Nein! Scheiße! Guck doch! Nein! Can I help you? Ja. Das brennende Schiff brennt nicht mehr. Scheiße. Ach Mann. Ja, wieder ellenlange Dialoge, ja? Und schon hat's aufgehört. Das wäre jetzt Witz gewesen, hätte er jetzt das so verkauft, ey. Wie viel Geld hat er denn? Ach, nur 4, ja, dann brauchen wir nicht mit ihm nicht handeln. Ja. Farewell. Fuck. I wouldn't let an orc within 500 Nein, yards of my loving Sailor, nature. What news from the mainland? Oh, nothing new, sir. Ever heard about the time skeletons, the captain took the Duchess of Farrell's carriage for a joyride? Oh, knowing him, he drove it straight Kann to the pub. Man? Oh, and don't forget the time he got caught passing a love note to the lizard councillor's wife. Is that why we never sail to Youthful Gore anymore? Speaking of Youthful Gore, that sleepy legionnaire really thinks that orky charm loves it. Is that Bertia still a right beaut? Yes, sir. As fine a specimen as one of her stock, sir. Ach, da muss man sich bestimmt hin teleportieren, ne? Schade. Greetings. Ein bisschen rum dabei, erzählt mir schon euch. Speaking of greetings. Sagen auch alles gleiche, ne? Bye. So, gibt's hier noch was Interessantes? Es ist übrigens so, habe ich festgestellt, dass man in jedem Spiel immer was anderes lootet. Also die Kisten sind immer neu gefüllt, also immer unterschiedlich. Auch die Leute haben immer was anderes. Nee, lass den jetzt nicht... Aber der hat Geld, das heißt, ich kann ihm mal ein bisschen was verkaufen. Aber mit ihm habe ich ja schon mal das verkauft. Aber hier. Was hat er denn hier so?
Haben wir hier so eine Teleportations... Naja, kümmern wir uns später drum. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Bye. Ob ich da irgendwie durchkomme. Greetings. Die sagen auch mal das gleiche, naja. Er hat auch nichts dabei, typischer Sing. Bye. So. Speaking of youthful door, that loopy legionnaire really thinks that Orky charmed loves him. I wouldn't let an Ork within 500 yards of my loving. Oh, scheiße. Die brauchen Arbeit, alles klar. Ich habe gerade kein Gold. Bye. Greetings. Was hat er? Auch nichts Interessantes. Und der dritte im Bunde. Was hast du? Greetings. Auch nichts Interessantes, ja. Das ist leider alles abgesoffen mit dem. Hab ich schon reingeguckt? Ja, schade. Ever heard about the time the captain took the Duchess of Ferrol's cabin? Ja, es tut mir leid, Pablo. Naja, ich kann ja sagen, also jedenfalls ist mir das nicht passiert, als ich gespielt habe. Also als ich es einmal vorgespielt habe, um zu gucken, ob es da irgendwie Probleme gibt. Da habe ich nämlich zweimal diesen Riegen als Schriftrolle gefunden. So. Dann wollen wir doch jetzt mal zur... Wie heißt sie noch? Eva Maria laufen? Wir haben jetzt schon genug Zeit verschwendet hier. Ist nichts passiert. Und es ist ein Schiff abgefackelt. Es läuft super. Ach ja, so läuft man. Mann ey, das macht mich richtig traurig. Der hat eine abgefahrene Bude hier. Oh. Was möchte Robin denn hier? Erzähl mir von euch. Okay. Ich bin gegen Diebstahl, auch wenn sie arm sind. Genau. Genau das bin ich auch der Meinung. Morals never fed a hungry man. Was verkauft sie uns? Ein Seil, brauchen wir nicht. Let's see. Have a look. Sheep's cheese, tomatoes. Good men hardly sound long. So. Was geht hier ab? Stephanus geht's nicht gut. Was habt ihr hier zu suchen? Das ist ein privates Krankenzimmer. Im Namen der Sieben. Wer glaubt ihr, wer ihr seid? Ist hier so reinzuplatzen. Hinaus mit euch. Sofort. Stöhn. Irgendwas Interessantes, bevor ich weiter mit dir rede. Taktischer Rückzug. Nein. Erzählt mir von euch. So, es tut mir leid. Das ist diese Aufgabe. Ich bin einfach... Es fühlt sich an, als würde ich an seiner schwächsten Stelle auflösen. Was? Ich bin ein Lehrmädchen der Heilkünste. Der Heilung. Aber... Diese Entscheidung fühlt sich wie das exakte Gegenteil an. Ich habe nur einen Heilstein, wisst ihr? Aber zwei schwer verletzte Leute, die ohne ihn nicht überleben werden. Oh oh. Ich habe mir den Kopf darüber zermartert, was wohl die beste Lösung für dieses ernste Lage sein könnte. Aber vielleicht ist sie in den Händen eines angesehenen Quellenjägers besser aufgehoben. Ihr habt ohne Frage mehr Erfahrung darin, zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Erzählt mir über die Patienten. Was ist mit Boris los?
Ein exzellenter Geschäftsmann. Ein junger Mann. Ein Viehhändler hat ihn gefunden, mehr tot als lebendig. Und was ist mit Stephanos? Ein angesehener Bürger Cecils, dieser Stephanos. Er ist kürzlich mit der Geburt seines dritten Enkelkindes gesegnet worden. Er leitete einen Bauarbeiter, einen Trupp Bauarbeiter, als ein Holzbalken ihn auf die Schläfe traf. Das wenige Tage vor seinem Kuhstand. Oh nein, auch das noch. Fast jeder kennt Stephanos. Leuk hat die Idee gegeben. Okay. Ja, wen nehmen wir? Wen nehmen wir? Boris, der sein Leben gerade erst begonnen hat? Oder Stephanos, der schon alles erreicht hat? Ein geachteter Mann. Ich bin für Boris. Er hat Enkelkinder. Genau, und er hat das Leben noch vor sich. Tut mir leid. Aber so ist das eben. Wir sind pragmatisch. Greetings! Okay. Der verkauft uns alles. Ja. Irgendwas zerrt er uns. Bye. Was? Was passiert denn hier? Well, hello there. Was? Wer ist das denn? Ja, aber wer das ist? Beziehungsweise wir wissen ja schon, dass das Zickzack ist, wie wir hier lesen. Was wir hier machen und was er hier macht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und ich natürlich auch. Tschüss!